während du schreiend auf ihn zuläufst, schießt du noch ein bisschen. Und du gehst einfach noch. Sonst schießt du Ovic in den Rücken. Rennen. Jo. Ovic stellt sich bitte dahinter für maximalen Schaden. Ja, sehr gut. Du gehst daneben. Kannst du mit der Pistole schießen. Ich glaube, es macht ein bisschen mehr als mit dem Brecheisen da. Und wir haben ja doch ein bisschen Pistolenmunition zwischen, hm? So, du, Pistole. Ja, 12. Du nimmst keine Pistole, weil deine Baseballkeule ist besser als eine Pistole. Und als ein Messer. Ja, 73. Ich glaube, nächste Runde kann er wieder. Feuer macht nur noch 5 Schaden. Aber es ist absolut kein Problem, denn Ovic kann jetzt mit dem Flammenwerfer das Feuer einmal nachheizen. Oh, du solltest da vielleicht weggehen. Ovic kann jetzt mit dem Flammenwerfer nachheizen, ohne die Frau abzufackeln. Und kriegt dafür sogar ein Level up. Sehr gut. Du kriegst Gegenangriff hoch. Ja, ich glaube, Glück ist erstmal wichtiger für mehr Schaden. So, also du brennst, du schießt auf ihn. Der ist gleich tot, okay. Und bam. Er hat 20, er müsste 15 Schaden bekommen. Also jetzt 5 Schaden bitte. Jo. Und Jackpot. Bye bye, Fatman. Schließen. Also ja, die Kisten haben darauf hingedeutet, dass ein Boss kommt, aber er war nicht so wirklich schlimm. Kann damit zusammenhängen, dass wir doch ziemlich viele sehr praktische Ausrüstungsgegenstände inzwischen haben. Also die Pfeilpistole zum Beispiel. Die ist einfach nur absolut überpowered, genau wie der Flammenwerfer. Aber na gut, wir haben die Matrix-Disk. Haben wir hier noch irgendwas, was man aufsammeln kann? Oh. Es kommen immer wieder neue, als wenn wir ihnen noch nicht einmal einen Kratzer zufügen würden. Tja, entweder es werden schleunigst ein paar weniger oder unsere Munitionsvorräte sind bald aufgebraucht. Da habe ich keine großen Hoffnungen. Was Hoffnung angeht, bin ich mittlerweile jenseits von Gut und Böse angelangt. Naja, jetzt mal, ne? Außerhalb von der Geschichte, die hier erzählt werden will. Uns als Spieler geht's gerade ziemlich gut. Und den Charakteren eigentlich auch, weil sie haben genug Muni, sie haben mehr als genug Verbandsmaterial, sie töten zigtausende von diesen Viechern. Und es können eigentlich nur so viele Viecher da sein, wie vorher Menschen hier waren. Und es war keine sehr große Stadt. Und viele wurden einfach so umgebracht, also diese Stimmung, dass da ein Druck ist, dass wir unbedingt jetzt ganz schnell irgendwo hin müssen, das baut sich bei mir nicht so wirklich auf, aber okay. Ein Jet-Elmer. Den Jet-Elmer versuchen wir jetzt doch mal hier zu den Fässern zu locken. Du lauf da lang. Wow, da sind ja noch mehr. ja, gut. Du schieß mal auf. Was? Schieß mal auf den Jet-Elmer. Für 6 Schaden. In Deckung. Also ich laufe jetzt hier hin, damit sie näher kommen und wir auf die Fässer hier schießen können. Das ist der Plan. Mal gucken, wie das so aufgeht. Ist ja nicht so, dass ich seit einer Stunde nicht mehr abgespeichert habe. Ah, das ist ein sehr guter Platz. So, du stellst dich bitte so dahin. Schießt auf das Fass. Und er hat keinen Schaden bekommen, also ist wirklich nur im direkten Umkreis des Fasses, was ganz schön mau ist, aber na gut. Das heißt, der läuft nächste Runde hoffentlich hier hin. Wobei ich eher denke, dass er dahin laufen wird und uns anschießt.
Hast du noch irgendwas? Witch. Ach, die konnte man nicht anzünden. Mist. Ja, was machst du denn, Ovitch? Das sind ja Nahkämpfer, also werden die hier lang laufen. Geh mal dahin. Du gehst einen Schritt zurück. Du bleibst hier. Wir lassen die einfach näher rankommen. Und einmal auf den Chef schießen. Ach, die grünen Dinger haben auch... Oh, ich wollte gerade sagen, das sind auch Nahkämpfer, aber nee. Wir haben auf ihren Rücken diese Raketenwerfer. Hättest du dich nicht oben neben das Fass stellen können? Na gut, du. Du. Du bist nicht feuerresistent. Hoffe ich mal. Feuerschutz, okay. Ach, jetzt wissen wir wenigstens, dass die grünen Viecher auch feuerresistent sind. Du stellst dich bitte direkt neben das Fass, weil er da nicht... Oh. Ja, ich glaube, egal wo du dich hinstellst, du hast ein Problem. Du betäubst bitte das... Es sind nur 50 Lebenspunkte auf dem Ding. Du hältst da jetzt einfach drauf. Wir haben so viel Verbandszeugs, wir können es ruhig mal riskieren, dass die in den Nahkampf kommen. Da ist noch einer von denen. Du, Branda, Axt. Ja, sehr gut. Du, Hinda, schmeiß dich vor die Frau auf, dass sie keinen Schaden nimmt. Und schießt ihm ins Gesicht. Jo. So, das waren alle, oder? So, Chefe, kriegst du eventuell gleich wieder einen Raketenwerfer ab? Na, oder auch nicht. Komm schon, Gegenangriff, Ovitch, Gegenangriff. Warum läufst du weg? Du bist sehr komisch. Wo ist sie? Was passiert, wenn wir Kisten wegschießen? Wir haben keine Deckung mehr wahrscheinlich. Du stell dich mal dahin und schieß auf ihn. Sehr gut. Und gehst wieder zur Seite. Achso, und gehst noch einen Schritt runter, damit er dich nicht messern kann. Du stellst dich dahin, schießt auf ihn. Kannst da stehen bleiben. Du stellst dich... Entweder neben das Fass oder neben das Fass. Schieß mal von hier bitte mit dem Rotgewehr nicht. Hast du nicht noch ein normales Gewehr? Ja. Da, auf den da. So, der da soll erstmal näher rankommen, bevor ich mich irgendwo hier irgendwie hinstelle. Ja, der bleibt einfach da hinten stehen. Das ist sehr komisch. Na gut, du hast nur noch 21 Lebenspunkte. Dann nehmen wir doch einfach mal dich. Noch dich ein. Level up, sehr schön. Genauigkeit ist 100%. Entspanntheit sollte höher. Sonst ticken die hier alle bald aus. Was bringt es genau? Ah, wir können es nicht über 100% bringen, okay. Dann nochmal Glück und ein Lebenspunkt. So, du musst jetzt 10 Schadenspunkte machen. Habe ich mir nicht so gut überlegt. Obwohl, Trantin? Ja. Du nimmst bitte deine... Was hattest du nochmal? Genau, Bajonett. Du schießt ihm einfach ins Knie. So, Problem. Der könnte jetzt hier schießen. So müsste okay sein. Zu beenden. Kann es sein, dass sie sich zurückziehen? Oder dass sie zur Deckung locken wollen? Wahrscheinlich letzteres, hm? Du geh mal dahin. Du geh mal dahin. Warten. Ja, die gehen einfach weg.
Das könnt ihr doch nicht machen. Gewehr, da komme ich nicht an. Gewehr. Kommst du jetzt an? Ja, also. Jetzt stürmen wir da hinterher. Weil unsere Waffen keine Reichweite von 10 Metern haben. Das finde ich echt sehr, sehr komisch. Einmal schießen und dann weg vom Fass. Danke. Und wenden. Du schießt jetzt oben, genau. Gegenangriff. Schieß. Und er läuft wieder weg. Ah, das tut jetzt ein bisschen weh, aber wir kriegen gleich vorgekautes Essen, dann passt das schon wieder. Das heißt, du stürmst einfach drauf zu und schießt. Mit etwas Glück ist er jetzt tot. Nö. Aber du kriegst ein Level ab. Genauigkeit hast du schon 100%, dann bekommst du jetzt bitte Entspanntheit 15. Nee. Kriegst 2 Entspanntheit und ein bisschen Glück. So, du stürmst hinterher. Und schießt den jetzt weg. Was? Ruder hoch nicht? Komm schon, 5 Schaden bitte. Du hast eine 80%ige Chance zu treffen. Und sie hat kein Gewehr, richtig? Richtig. Ja. Na gut. Noch mehr vorgekautes Essen bitte. Und die beiden stehen echt doof. Gegenangriff. 5 Schaden bitte. Danke. Schaden. Achso, die Panzerweste, ne? Ja, Panzerweste ist schick. Du dahin schieß. Du dahin schieß. Die haben noch mehr als genug Lebenspunkte, okay. Du einfach in die Richtung laufen. Du einfach in die Richtung laufen. Du wirst da hinten noch nicht... Ah doch! Kannst du hinschießen, sehr gut. So, 60 Lebenspunkte. Er wird noch 2-mal schießen können, denke ich. Oh, und sie hat gar keine Rüstung. Mal gucken, wie viel Schaden sie bekommt. Ja, 31. So, du hast noch genug Lebenspunkte für noch 2 Angriffe. Du schießt einfach und läufst dann weg. Ovitch geht hinter ihn und axt ihn. 18 Schaden, sehr gut. Du läufst dahin und warum läufst du genau neben sie? Das ist doof. Jetzt mal 25 Schaden. 24. Okay, Trantin, dahin und mach bitte einen Schadenspunkt. Danke. Vielen, vielen Dank. Schließen. So, Essen vorkauen bitte. Du, da, du, da. Du, da. Ja, warum schon Overkill übergibt? So ist das okay. Haben wir da oben noch was? Ja, ein Brief. Codeschlüssel Gelb. Nehmen. Geht's da weiter? Nein. Ist noch irgendwas anzuklicken? Nein. Warum ist da ein Bild von einem Triceratops? Das war doch das Ding mit den Hörnern, oder? Hm. Keine Kisten mehr, keine Kisten mehr, keine Kisten mehr. Okay, jetzt zu der Treppe, wo wir die ganze Zeit hinlaufen sollten. Und Ausgang.
Monitore. Achso, wir sind in einem Museum. Ja gut, ich denke, da wir jetzt schon länger nicht mehr gespeichert haben, wäre jetzt ein recht guter Zeitpunkt dafür. Und danach gucken wir uns hier drin weiter um. Also bis gleich.